Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's in Bakarius. Und wir schauen mal auf dem Marktplatz hier ein bisschen uns um. Hier latschen ganz schön viele Leute in der Gegend rum. Ist aber ganz schön. Es hat sich insgesamt doch deutlich mehr bevölkert. Es hat einer von euch geschrieben hier, dieser gute Wachmann, ne? Brauchst du den eigentlich? Der verbraucht immerhin Feuerholz die ganze Zeit und es ist doch eigentlich relativ sicher. Es ist ein bisschen die Frage tatsächlich. Also interessanterweise hier hinten haben wir eine Sicherheit von 66, da aber 78. Also so ganz verstehe ich die Sicherheitslage nicht. 62 nur hier. Das Haus hier hinten hat 100. Ist aber auch noch relativ neu. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das gemessen wird. Auf jeden Fall ist dieser Wachturm eben nicht an. Und hier um diesen Wachturm herum haben wir 100. 100, 100, 100, 99, 100 und so weiter. Ich glaube, es liegt schon durchaus auch an diesem Wachmann. Und ich würde ungern meine Leute jetzt hier in Gefahr bringen, beziehungsweise ihr Sicherheitsempfinden runterbringen. Aber hier hinten ist auch bei 90 und 80. Also man könnte es mal probieren, den da rauszuschmeißen. Aber momentan haben wir ja auch keine Probleme, was das Ganze angeht. Ich glaube, Feuerholz... Jetzt sind wir alle am Arbeiten. Wir sind bei 1,5. Jetzt wird es langsam kälter. Bald werden wir es brauchen. Also, ich schau mal. Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis nochmal, dass hier halt das meiste Feuerholz verbraten wird tatsächlich. Also von den Gebäuden her, mal abgesehen davon, dass die natürlich alle ihre Wohnungen heizen müssen. Ich würde gerne ein weiteres Dock bauen, ehrlich gesagt. Wir erforschen gerade die Marktgebühren. Und ich habe nochmal gesehen, ah ja, hier unter Rathaus, das haben wir ja schon vor einer Weile gemacht, da steht, dass es mehr gesellschaftspolitische Möglichkeiten eröffnet und mehr Handelsoptionen eröffnet. Da würde ich gleich gerne nochmal schauen, ob wir hier, sobald das Handelsschiff da ist, ob wir jetzt vielleicht das, was beim Zollhaus die verbotenen Güter auf fragwürdigen Kanälen, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, wobei wir, glaube ich, noch keine verbotenen Güter haben. Oder vielleicht wurden die einfach noch nicht verboten. Vielleicht gehört das auch zu diesen gesellschaftspolitischen Geschichten, die dann irgendwann nochmal auftauchen. Essen haben wir auf jeden Fall genug und jetzt liegen wir hier bei 1635 und jetzt wird verbraucht werden an Feuerholz. Schauen wir mal. So, und hier gucke ich jetzt mal einmal drauf, aber momentan gibt es hier jetzt erstmal immer nur eine normale Handelsoption. Ich sehe nichts Spezielles, Besonderes hier. Ich sehe nur, dass Kekse 7 kosten, aber die haben wir noch nicht. So, ich würde gleich nochmal wieder ein bisschen Hafer verkaufen vielleicht. Kerzen haben wir die ersten 21 jetzt. Bier haben wir 280, das scheint auch okay zu sein. Verkaufen wir mal 80 Bier, bringt immerhin auch 3. Nochmal 60 Töpferwaren und vielleicht noch ein bisschen Kräuter dann oben drauf, damit es gut riecht auf Schiff. So, die Forschung ist abgeschlossen. Wo war sie hier? Marktgebühr, wie viel Geld haben wir? Ja, eigentlich okay. Die Zufriedenheit von Arbeitern verbessern. Haben wir hier noch irgendwo was? Die Pflichten wollten wir nicht machen, oder? Ja, doch, Kaufleute, aber brauchen wir jetzt noch nicht. Machen wir mal was Kleines hier. Dekorative Bäume für 100. Und jetzt müssen wir aber mal schauen. Wir haben jetzt keine Einflusskosten, also keine Einflussmöglichkeit mehr für diese Geschichte. Wo ist sie denn überhaupt jetzt? Marktgebühr, da. Da brauchen wir 5 Einfluss für. Markteinkommen plus 20%. 5 Einfluss heißt natürlich wesentliche Budgetierung, Tarif. Da müssten wir... Da müssten wir 3 Sachen wegschmeißen. Also irgendwie Lebensmittelproduktion könnte man ja tatsächlich machen, weil wir so viel haben. Plus Tarif und noch was oder sowas. Basisbudgetierung... Lebenswichtige Güter ist auch alles 2. Das auch 2. Boah, das ist schon heftig. Und lebenswichtige Güter möchte ich eigentlich nicht machen. Und Lebensmittelproduktion, also wenn wir jetzt noch ein paar Anwohner kriegen und diese beiden Felder noch mit dazu starten.
Hafer auch starten eigentlich? Wollen wir wirklich da noch Hafer anbauen? Ich glaube nicht. Wir haben aber wirklich ziemlich viel Kram. 5 ist jetzt echt ganz schön viel. Die Markteinkommen. Wartet mal. Moment. Das ist alles immer Lager. Was war denn jetzt der Markt nochmal? Das ist ein Warenhaus. Hatten wir jetzt hier einen Markt hingestellt oder war das auch ein Warenhaus hier? Nee, das. Doch, Warenhaus steht da jetzt. Wir haben noch gar keinen Markt gebaut, wa? Ist das unter Stadtgebäuden vielleicht? Ah, die Kirche wollten wir auch bauen, stimmt. Jetzt, wo wir Ziegelsteine herstellen, da ist der Markt. Wie sieht der aus? So sieht der aus. Den haben wir tatsächlich noch nicht gebaut. Den wollten wir hier hinpacken, ne? Das würde voll Sinn machen. Es ist Winter. Kommt, Jungs. Jungs ist gut. Kommt, Leute. Sind hoffentlich, vielleicht sind auch ein paar Frauen bei mir auf dem Kanal. Immer so 2% sind weiblich. Man weiß es immer nicht. Aber wenn, dann bei Aufbauspielen, glaube ich. Und weniger im Strategiebereich. So, wir reißen den Kram hier ab. Und bauen das neue auf. Ich lasse mal langsam weiterlaufen in dem Fall. Ich baue einen Markt mitten in die Stadt. Verkauft Waren an die Bürger rund um den Markt. Je mehr Bürger in der Nähe wohnen, desto mehr Waren werden verkauft. Und der Stadthaushalt bekommt einen schönen Anteil am Gewinn. Der Unterhalt sind 150 im Jahr. Das sollte hervorragend so funktionieren. Glaube ich. Hoffe ich. Ist irgendwas links, rechts wichtig? Nee, eigentlich nicht. Machen wir den dahin. Da kriegt der wirklich das meiste ab. Schauen wir mal, was wir hier oben noch drumherum machen. Und dann bauen wir uns hier. Ja, jetzt kommen wir in die Quere von der Försterhütte hier. Aber das wird über früh oder lang. Ich sage das immer falsch, ne? Über kurz oder lang heißt es, glaube ich, sowieso so sein. Also, machen wir das schon mal in weiser Voraussicht ein bisschen anders. Bauen einen neuen Förster hier hinten hin. Der hat da auch richtig gut was zu tun und ich hoffe, dass er seinen Kram trotzdem noch loskriegt. Warte mal, 90, 92, naja, es scheint hier okay zu sein. So, bauen wir den hier unten hin. Und dann können wir das, also wir machen hier erstmal schon auch weiter. Oder beziehungsweise wir lassen den da erstmal noch stehen, aber auf lange Sicht wird der da dann weg müssen. Und wir bauen uns hier mindestens einen schönen Obstgarten. Die sind, wie groß war es nochmal? 20 mal 20. Vielleicht machen wir die nicht ganz so groß. Und machen unterschiedliche Obstsorten. Dann haben wir Äpfel, wobei wir Äpfel mehr brauchen für einen Apfelwein, ne? Das sind 20. Dann machen wir zwei kleinere. Warte mal. Dann, wo war das jetzt? Hier. Ja. Dann lasse ich das erstmal da und mache das hier auf 20 mal 20. Dann bauen wir uns da ein. Ah, 20 mal 15. Ah, haha. 20 mal 20. Fruchtbarkeit immer noch 92%. Ist okay. Auch wenn es hier oben so ein bisschen hässlich wird. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier unten noch rankriegen. Vielleicht zweimal so. Ja, oder wollen wir hier einmal rüber? Na komm, wir brauchen nicht alles Obst. Erstmal machen wir hier 20 mal 10 und wollen entsprechend auf diesem Obstfeld, na, das werden wir dann rausfinden, wenn es soweit ist. Okay, dann haben wir schon mal wieder eine kleine Änderung in der Stadtästhetik. Wo haben wir, hier sind noch 4 Leute drin, das ist alles okay. Mittlerweile haben wir einen weiteren Anwohner. Wir sind im Februar immer noch bei 1300 Feuerholz. Okay. Das heißt also, mit 4 hier drin kommen wir gut über den Winter mit fast keinen Einbußen. Also wir haben jetzt, was haben wir, 400 oder sowas weniger am Ende des Winters. Das heißt, ich bringe jetzt hier 2 raus. Über den ganzen Sommer können hier 2 arbeiten. Dann kriegen wir auch mehr Bauholz raus. Und über den Winter hinweg können wir dann schauen. Vielleicht kann man das sogar direkt so machen. Was ist jetzt los? Jetzt werden hier die Arbeitsströme anders. Oder kriegen wir jetzt mehr, wartet mal, vielleicht steigen die auch auf und wollen keine Bauern mehr sein.
Ich mache die trotzdem hier mal voll. Jetzt sagt er gleich wieder, nicht genug Arbeiter. Wir scheinen so 18 rum zu brauchen. Jetzt haben wir die 10 voll. Okay, jetzt ist wieder einer in der Ranch. Das ist doch gut. Und hier mache ich sie jetzt erstmal aus. Aber, achso, jetzt brauchen wir 8. Ich glaube, wir brauchen nicht notgedrungen noch mehr Hafer. Wir brauchen eigentlich auch, ja, Moment, Weizen brauchen wir natürlich schon. Einmal Hafer, einmal Kohlkopf, einmal Kürbis, einmal Bohne, einmal Karotte. So, zweimal Hafer brauchen wir scheinbar nicht. Wir könnten Tabak und Blumen anpflanzen. Auch nicht schlecht, haben wir auch noch nicht gemacht. Aber wir können eben auch Äpfel, und das machen wir hier oben. Und was wollen wir noch? Es gibt hier einiges. Birne, Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Weinstöcke. Ach, was alles gibt. Weinstöcke. Was will ich denn? Kirschen finde ich gut. Holen wir uns erstmal Kirschen und dann schauen wir mal, ob wir doch diese 10 hier zusammenkriegen. Und die dann auch hier voll machen, auch wenn das dann wieder heißt, nicht genug Arbeiter. Ein Händler. Ah, wir brauchen am Markt einen Händler. Moment, der Markt ist erstmal fertig überhaupt. Schauen wir uns den mal an. Ja, der verkauft Waren an die Bürger und den brauchen wir tatsächlich auch auf jeden Fall. Also insofern packen wir den auch noch mit dazu. Und wir sind jetzt auch auf 66. Waren also kurzfristig mal mit genug Arbeitern da. 19 haben wir jetzt. 20 bräuchten wir bei 66. Okay. Aber können wir das gleich upgraden? Münzen pro Haus im Radius plus 3 auf jeden Fall. Gewinn 303 pro Jahr. Münzen pro Haus im Radius plus 6 machen wir auch. Das sind 360 und auf plus 8 machen wir natürlich auch. Dann haben wir 416 pro Jahr Gewinn. Und das könnten wir jetzt mit dieser Marktforschungsgeschichte, mit der Marktgebühr, um 20% nochmal erhöhen. Das heißt nochmal 80 drauf. Dann sind wir bei 500. Naja, aber 80 pro Jahr sehe ich jetzt nicht als so viel, dass wir das unbedingt machen müssten. Dann geben wir lieber jetzt nochmal ein bisschen was aus für eine Distillerie 2, die dann Apfelwein herstellen könnte. Erhöht die Produktion von Bienenstöcken, Schreinerhütten, Töpferwerkstätten und Lehmgruben. Wohnungsbeitrag, Münzeinnahmen für jedes Haus plus 10. Boah, das ist auch ordentlich. Allerdings dann auch, dann finden sie das mit den Steuern halt doof, die Leute, ne? Da müsste ich sowieso nochmal nachschauen, weil einige der Bürger sind ja sauer wegen den Steuern. Das ist jetzt hier ein bisschen doof, weil man sieht es nicht immer. Moment, warte mal. Basisbudgetierung, das sind die Basisgüter. Womit haben wir denn die Steuern erhöht eigentlich? Mit dem Tarif? Ja. Okay. Münzen pro Bauer und Arbeiter plus 15%. Das könnte man auch wieder wegschmeißen. Theoretisch. Ich handle erstmal wieder schnell. Und zwar mit hier. Mit Bier, mit Kleidern vor allen Dingen. Da haben wir haufenweise. Obwohl 300 mir jetzt doch ein bisschen viel ist. Aber sagen wir mal 180. Und dann nochmal 20 Möbel und ein bisschen Leder können wir auch mal verkaufen. Machen wir das mal voll hier mit Leder. Mittlerweile haben wir 6 Schafe bei uns. Auch die wachsen an. Und wahrscheinlich, ja, 8 Einwohner in dieser Unterkunft. Okay, dann müssen wir weitere Häuser bauen. Wo macht das jetzt Sinn? Mit dem Markt hier... Verzeihung, könnten wir hier nochmal... Ja, wisst ihr was? Ich baue das einfach gerade weiter als so eine lange Allee vielleicht. Und zwar aber trotzdem mit so Platz dazwischen. Also, hier müssten wir dahin. Na, dann ist nicht mehr so viel Platz dazwischen. Muss da noch eine Straße dazwischen? Ich glaube nicht. Ist ein bisschen unschön. Ich gebe es zu. Da ist Platz, jawohl, dann kann das hier direkt ran. Aber andersrum bitte. Machen wir erstmal 2 Häuser. Da könnte man nämlich dann auch nochmal Dekorationen dazwischen packen. Und hier geht es dann einfach am
Ja, machen wir so eine Allee. Dann probieren wir die Straße in die Mitte zu setzen. Mit so kleinen... Müsste ja sogar gehen. Hier so dazwischen und dann immer nur so ein kleiner Weg ran an die Häuser. Und wenn wir können, bauen wir dann irgendwann da, ich weiß nicht, Brunnen und Bäumchen und keine Ahnung was hin. Ist jetzt nicht sehr viel Platz, aber wir werden mal schauen, wie es geht. So, es ist Mai, 1200, 1900 Nahrung. Wir haben zwei neue Felder gestartet. Sollten wir noch ein Feld starten? Ich starte mal das Karottenfeld auch noch mit dazu. Wir haben schon ganz schön, wir haben schon ganz schön viele Leute mittlerweile. Der Förster hat auch noch einen zu wenig. Achso, das ist der letzte. Und ein Sträflingsschiff. Wollen wir nochmal 5 Sträflinge aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir wachsen gerade ziemlich ordentlich, finde ich. Ich finde, es geht relativ zügig und die Sicherheit muss nicht runter. Warum? Jetzt haben wir hier den Mann rangebracht, ne? Ja. Muss das eigentlich sein? Ich weiß es gerade gar nicht, aber wir können es auf jeden Fall schon mal upgraden hier. Produktion, Produktion, Produktion. Und Dünger, Dünger und Dünger. Expansion brauchen wir noch nicht. So. Jetzt haben wir den einen Förster wieder rausgenommen. 2 Holzfäller reichen, 1 Kerzenherstellung, 1 Schreiner, 1 Wächter, 2 Kräutersammler. Na gut. Das ist doch in Ordnung. So, forschen, forschen, forschen. Immer schön weiter forschen. Wir haben auch genug Geld. Ich mache jetzt einfach der Reihe nach hier den... Ah, die Schweineranch haben wir noch nicht. Machen wir die nochmal dazwischen. Ich habe das Gefühl, wir forschen gerade schneller, als wir uns vergrößern. Boah, aber es gibt echt so viel. Okay. Hier unten könnten auch noch Häuser hin. Sind da schon wieder weniger? Ja, da sind jetzt wieder 4 drin. Hier oben sind Leute eingezogen. Die haben es jetzt mit den Steuern, finden das nicht so gut. Ich isoliere mal euer Haus, damit es euch ein bisschen besser geht. Und baue es aus zum Steinhaus. Richtig, Stein haben wir auch genug. Jawohl. Also, das machen wir hier an allen Ecken und Enden. Steinhaus. Das haben wir noch nicht überall gemacht. Isolation haben wir schon, aber Steinhäuser... können wir hier noch weitermachen. Auch da, auch hier, auch da. Das erhöht natürlich die Sicherheit auch nochmal wahrscheinlich. Ja, sieht gut aus. Nee, das ist ein Lager. Damit haben wir alles voller Steinhäuser, oder? Wo haben wir es noch nicht gemacht? Hier unten? Doch, auch schon. Hier noch nicht. Hier haben wir noch keine Isolation. Da kommt auch noch ein Steinhaus ran. Jawohl. So, Forschung ist schon wieder durch. Machen wir weiter. Ja, ziehen wir hier unten durch. Und ich mache es jetzt wirklich... Ah, Zusammenarbeit. Ranchproduktion in der Nähe seines Feldes. Ach, ich weiß nicht. Aber los, wir haben eh noch eine Kirche zu bauen. Ich mache einfach den Forschungsbaum voll, sozusagen. Also, mittlerweile sollten wir doch ordentlich Ziegel haben, richtig? Jawohl, wir haben sehr viele Ziegelsteine. Apropos, wir haben sehr viele Ziegelsteine... Schickt doch mal ein Schiff mit Ziegelsteinen durch die Welt. Warum eigentlich nicht? 406. Warte mal ganz kurz. Wie viel brauchen wir für die Kirche? 70. Na komm, dann schmeißen wir jetzt erstmal alle Ziegelsteine. Einmal 300 Ziegelsteine weg. Das ist in Ordnung. So, diese Kirche jetzt, ne? Die müsste eigentlich ins fruchtbare Gebiet. Oder dahin. Ach, die hätte auch da auch gut hingekonnt. Warum mussten wir denn unser Dorf mitten auf das fruchtbare Land bauen? Da passt sie wieder genau nicht rein, glaube ich. Naja, also hier passt sie rein. Und da wir jetzt auch noch nicht so ganz viel, also hiermit geplant haben, man könnte hier auch noch eine kleine Siedlung machen. Außerdem ist es gut, in der Nähe des Meeres das zu haben.
Wir brauchen Segnungen für unsere Schiffe. Das quetschen wir allerdings genau, das passt genau hier rein. Also es wird voll reingequetscht. Da ist jetzt nicht viel Platz. Da kommt sonst keiner mehr durch. Ich baue das da mit einem Abstand ran. Hoffentlich passt das jetzt hier hinten so gerade so. Aber das ist in Ordnung. Also, auch eine Kirche für die Leute wird gebaut und wir können weitermachen mit der Forschung. Wir haben schon wieder 2000. Das haben wir getan. Ich gehe weiter durch den Baum durch. Vielleicht nochmal einen Blick auf unsere Bevölkerung werfen hier in dem Ding. Und zwar vor allen Dingen nicht, was das Wachstum angeht, sondern was die Klassen angeht. Ah, hier haben wir tatsächlich... Na, Moment. Wir haben 53 Bauern. Was heißt denn das hier immer? Also im Jahr 14 hatten wir ja nicht 431 Bauern. Was soll das heißen? 53 Bauern haben wir. 13 Arbeiter mittlerweile. Und nein, noch keinen Händler und noch keine Adligen. Forschung ist schon wieder durch. Dann geht es hier weiter mit den Handelsbräuchen zum Beispiel. Die Umsetzung der Richtlinie reduziert die königliche Gebühr, wenn der Handel über die Docks oder den Hafen abgewickelt wird. Ja, das ist auch nicht schlecht. Machen wir das mal. Allerdings muss man sagen, die Gebühr hin oder her machen wir den Rest mit Kräutern voll. Ich weiß immer nicht, man müsste wirklich sehr gut rechnen, um herauszufinden, wo man jetzt mehr Kohle rauskriegt. Und gerade verdienen wir wirklich ordentlich. So, die Kirche ist da. Trari, trara, die Kirche ist da. Und Kerzen kriegt sie auch. Und die Geistlichen rufen schon wieder. Und möchten einige unserer jungen Leute für die Kirche haben. Drei würden sich der Kirche anschließen. Zufriedenheit der Bauern. Gesellschaftliche Themen. Also sehe ich das richtig, dass die Bauern derzeit einen Religionswert von 75 haben, ja? Die sind zwar sehr zufrieden, aber Religion ist jetzt nicht ganz oben auf der Liste offensichtlich, von dem, was sie am meisten mögen. Die Arbeiter sehen das ein bisschen besser. Wenn wir das machen würden, würden die Bauern und Arbeiter 10 Punkte auf Religion dazu bekommen. Und wir ein bisschen Geld. Wir müssten aber 3 Jugendliche loswerden. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber minus 30 Religion. Na komm, wir bauen eine Kirche gerade. Die sollen die Religion bei uns zu Hause machen. So, wir werden das auch direkt upgraden hier. Religion plus 0,2, plus 0,4, plus 0,6, plus 0,8, plus 1. Und hier soll natürlich einer arbeiten. Der Unterhalt, Moment, jetzt müssen wir mal gucken, ist Kerzen und Gold. Dann müssen wir gleich gucken, sobald es da ist. Heißt das? Ja, Religion ist hier 81, da 83, 74. Hier ist es nur bei 45. Und die Steuern finden sie auch ganz schlimm. Na gut, da müssen wir nochmal schauen, dass wir... Wahrscheinlich brauchen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal eine Kirche. Und wahrscheinlich macht es auch mehr Sinn, wenn ich das jetzt hier so nach einer Weile... Wir spielen ja jetzt, wie gesagt, ich spiele das ja auch zum ersten Mal. Macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wirklich einen großen, mittleren Marktbereich zu haben. Also wo dann der Markt, die Kirche und sowas. Und dann so im Kreis drumherum eine ganze Menge Wohngebäude. Und wirklich dann richtig außerhalb die Produktionsgeschichten. Und natürlich die Felder eigentlich auch. Da waren wir jetzt halt, naja, das war halt jetzt so. So, wir sind bei 1,9. Wir sind auf erstaunlichen nur 216 Bauholz, aber ich glaube, das kommt wegen dieser Verbesserung. Wir haben die nächste Forschung abgeschlossen. 2300 schon wieder auf dem Konto. Schneller als die Forschung sich beendet. Und wir machen einfach weiter. Die Arbeiter in der Nähe eines Marktes werden zufriedener durch die Marktverfügbarkeit. 950, auch das machen wir. Und dann geht es bald wieder mal in neue Gegenden, also neue Gebäude. Aber bis dahin haben wir haufenweise Nahrung. So, ich baue noch ein zweites Dock. Unterhalb 150 können wir uns erlauben und das kommt hier unten ran.
natürlich richtig rum im Idealfall. Hm. Moment, muss das doch so rum? Ah ja, es muss doch so rum. Die Straße ist in dem Fall eine Schiffsstraße. Hier direkt so an die Enge, an die Meeresenge. Ja, oder? Ja, ich glaube ja. Das ist gar nicht schlecht. Packen wir es wirklich ganz ran. Okay. Bauen wir da auch nochmal Docks. Und hier ist eine Lehmgrube. Die Arbeitsplatzexpansion brauchen wir noch nicht. Wir haben hier ein Lagerhaus, aber vielleicht sollten wir nochmal... Ah, Brunnen muss ich auch nochmal nachgucken. Und zwar Steinbrunnen noch viel besser. Wieso ist jetzt das Lagerhaus da an? Warte mal, gib mir mal die... Kann ich nicht die Brunnen alle mal sehen? Wo haben wir denn die anderen Brunnen? Also hier haben wir auf jeden Fall noch keinen Brunnen. Und die haben wir aber zum Steinbrunnen... Nee, wir haben sie noch nicht verbessert. So, jetzt werden erstmal Brunnen verbessert. Dann sehen wir auch, wo noch einer fehlt. Also, zum einen Tiefbrunnen. Gesundheit plus 8, Gelegenheit für Feuer noch weniger. 300 ist teuer, aber machen wir jetzt. Und dann verbessern wir das Ganze noch zum Steinbrunnen. Wobei ich nicht weiß, wo da jetzt der Bonus drin liegt. Aber wahrscheinlich brennt es nicht so schnell ab. Hier das Gleiche. Tiefbrunnen 2, Tiefbrunnen 3. Und Steinbrunnen-Upgrade. So, das heißt, wir haben da einen, wir haben da einen. Hier haben wir tatsächlich keinen Brunnen, ne? Doch, da ist einer. Naja, okay. Also Tiefbrunnen 1, Tiefbrunnen 2, Tiefbrunnen 3 und Steinbrunnen-Upgrade. Okay, dann haben wir die drei schon mal abgegradet. Hier, ja, doch, da ist der nächste. Haben wir da oben schon einen? Auch. Mensch, wir sind aber gut. Okay, dann mache ich das jetzt auch noch weiter, auch wenn es jetzt gerade teuer ist. Ab auf Steinbrunnen. Und den da oben auch. Und dann machen wir vielleicht sogar noch... Na, jetzt wird es echt teuer. Wir sind wieder im November. Wir sind bei 1,6. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder zwei Sägemeister hier anstellen. Bringt zumindest mal einen ran. Damit wir ein bisschen mehr Feuerholz produzieren jetzt für den Winter. Auf den Feldern könnten wir eigentlich immer abziehen, aber ist okay, glaube ich. So, und einen Dockarbeiter bräuchten wir auch nochmal. Aber auch hier, na gut, jetzt geben wir wirklich viel Geld aus, aber Schiffstiefgang, Ladekapazität erhöhen und das gleiche nochmal. Und die Kräne bräuchten wir nochmal. Das ist nicht so teuer, das kann man ganz gut machen. Also nicht so teuer im Geld zumindest. Zollhaus lassen wir mal weg, weil dadurch wird es ja teurer, wie wir jetzt gelernt haben. So, und dann wäre es wahnsinnig schön, wenn hier noch einer herkommen könnte. Und wie viel haben wir jetzt? 12 Arbeiter und 7 Transporteure. Das muss doch reichen. Und ich denke, wir können mal 2 Schiffsladungen Kräuter verkloppen. 300 hier und 300 da. Sehr schön. Kommen dann auch 2 Schiffe eigentlich hier oder kommt da nur eins? Momentan kommt nur eins. 70. Unsere Anwohnerzahl hat die 70 überschritten. 55 Bauern, 15 Arbeiter, 70 Erwachsene, 38 Junge und 61 Kinder. 32 Familien sind es nur, aber schon einiges an Leuten. Und hier sind auch schon wieder 6, also brauchen wir auch noch neue Gegenden. Und wieso habt ihr so schlechte Religion? Das müsste sich doch hier verbessern, oder? Durch die Kirche. Geht da eigentlich jemand hin in die Kirche? So, schauen wir uns zum Abschluss dieser Folge nochmal die Kirche ein bisschen an. Ah, da steht einer davor und betet. Du darfst auch drinnen beten, ne? Ist schon klar. Da haben sie hier so ein paar Grabsteine reingequetscht. Aber das ist ganz schön. Im Gegensatz zu Kirchen im echten Leben leuchten hier die göttlichen Strahlen kommen hier aus der Kirche raus und leuchten nicht in die Kirche rein. Das ist ein Beweis dafür, dass wir an was anderes glauben, als an den Gott von oben. Wir machen das
direkt, wir produzieren den Gott hier mit Scheinwerfern, die es noch nicht gibt. Na gut. Sehen wir auch eine Glocke da oben drin? Ja, da hängt sie. Alles klar. Gut, liebe Leute, die Stadt entwickelt sich nach wie vor. Mittlerweile kriege ich sie fast nicht mehr auf einen rausgezoomten Screen drauf. Naja, stimmt nicht ganz, ne? Ist noch ein bisschen Platz auf dem Screen, aber wir kriegen das schon noch voll. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.